willkommen hier bei Mario Kart 8, Folge 28, glaube ich. Mit dabei ist der Terror-LP. Oder der Pi, wie er jetzt heißt. Dann der MC Benny zum ersten Mal. Hallo Benny. Und der Storm. Servus! Jetzt glaube ich ungefähr eine halbe Stunde ungelogen, eine halbe Stunde rumgemacht, bis wir endlich mal zusammen spielen konnten. Aber echt mal hier. Ich kotze. Was ist los, Nintendo? Ich weiß das nicht. Verlangen die 300 Euro für diese scheiß Konsole. Ich habe die Hoffnung ja schon aufgegeben. Ich bin einfach Benny hinterher gejoint und dann, ja. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch die Hoffnung aufgegeben, ganz ehrlich. Hey, Pascal, aber jetzt ist doch noch näher vom Bildschirm. Vielleicht siehst du dann noch weniger, ne? Ja. Ja, oh, geiler. Oh, was ist das denn hier? Ich kotze im Strahl. Aber es gibt aber auch keine Items in euch. Aufhören! Das Items. Du Pilze, das gibt's nicht. Warum seid ihr alle so schnell? Weil mein Vater, Dings, Billy Gonzales, sein Vater ist. Oh, ich bin so schlecht. Bam. Nein! Oh, du hast mich gerade richtig penetriert, ne? Ich bin richtig ins Loch. Oh. Ja, so muss das doch sein. Ja, Wichser. Oh, das war knapp. Ei, ei, und puro amoroso. Richtige Bastardo, ey. Oh, ich spiel mal ein bisschen offensiv damit so. Na, oh, wer hat denn diese scheiß Banane dahingestellt? Mein Baba. So, ehrlich. Fritte wieder, ne? Ich hab gehört, du sollst ja richtig gut sein hier. Ja, ich bin gesagt. So blöd! Ecker hat's gesagt. Ja, das Ding ist mit der Ecker, ne? Ich meine, die ist, ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so eine gute Splatoon-Spielerin gesehen wie die, ganz ehrlich. Naja, ich hab's ja auch schon spielen sehen, die ist richtig gut. Ja? Willst du mich gleich? Nee, auch du bist nicht. Auch du nicht. Du Feinde! Nicht eins gegen eins! Das halt... Was? Was? Komm, jetzt reg dich wieder künstlich auf, komm, mach. Nee, mach nicht. Mach reden. Zweiter. Alle Zweiter, nee. Ja, Dritter. Ja, aber wirklich so. Die geht echt ab wie Schmitz Katz. Ich bin Vierter. Storm so schlecht. Ich ganz ehrlich, die ist skilltechnisch ist die besser als ich, aber was das Einfilmen angeht, bestimmt nicht. Ja, aber das macht die auch nicht. Da hat die gar keinen Bock drauf. Die will einfach nur Kills machen. Nee. Hat die mir auch gesagt. Die will einfach nur Leute abballern. Das ist meist ja okay, aber also da muss ich echt sagen, da ist die krass drin. Und eine Mario Kart ist halt... Boah, guck mal hier, Fritte an, voll der Angeber mit seiner Krone hier. Ja, ne? Boah, der Hass wird real, Junge. Jemand, der nur auf Kills aus ist, der hat bestimmt irgendwelche Probleme in seinem Privatleben und deswegen lässt er das dann an den anderen Menschen raus. Okay. Mein Punkt, ey. Ich kann dir ja die Folge mal schicken, dann kannst du ja kommentieren, ob du Probleme in ihrem Privatleben hast. Irgendwelche Aggressionen unterdrückt oder so. Ja. Gibt's hier eigentlich so einen Schnellstart? Der Morty einfach nicht im Bett. So, am besten bei der, wenn die Zahl 2 kommt, ja. Volle Kanne Gas drücken. Vollgas geben, ja. Also wie gesagt, der Storm, der hat den Switch noch nicht lang. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, nee, aber das nicht. Kann ja mal erwähnen. Also von daher... Ich bin ein Switch-Neuling. Süchtiger so. Und nimmt mich jetzt auseinander. Aber ihr müsst doch mal reinkommen, die ganze Geschichte. Eins dürft ihr nicht vergessen, der Fritten, der war auch bei der Entwicklung von Mario Kart 8 dabei und deswegen hat er auch immer so ein Cheat-Motorrad und deswegen hat keiner eine Chance gegen den. Ja, es wurde alles auf meine Bedürfnisse angepasst. Die haben genau geguckt, was zu meinem Fahrstil passt. Und dementsprechend wurde es dann entwickelt. Das ist das Wichtige. So ein Scheiß. Ja, da kommt der Rote in den Arsch. In den Schwanz. Ja, ja. Ah, der Pay. Ja, so ein Warmduscher, ey. Ja, da vorne ist der Fritte, ich seh ihn. Kriegt den Roten als erst. Ich seh die Fritte. Kann man ja schon blauen schießen. Guck mal, Mund jetzt. Sind die Items eigentlich auf Furios gestellt? Nein, normal, Bruder. Okay. Ja, ich... Okay, die Schwänze, die reichen auch so schon. Hallo Fritte! Moleone! Oh, da kommt endlich raus, ich hab euch wieder eingeholt. Ja? Hat's weh getan? Hey, was soll denn das? Klatsch. Geh mit der Flamme. Wer hat die Banane da? Flammenwerfer, was?
Flammenwerfer? Ja, ich hab gerade irgendwas mit Flammenwerfer gehört, oder? Das Baum hat auch deine Feuerbälle. Oh nein, ey, ich hab mich gerade mit dem grünen Safe abgeschossen. So blöd. Muss man sagen. Nein. Aber Sebastian, ganz ehrlich, erzähl es bitte nicht rum. Ja, GG Pascal. Erzähl es niemandem. Doch eh schon viel. Nein! Ja, dritte! Auf den Ziel ja, krieg ich einen ab. Spät kommt doch der Blaue, weißt du, wo es nichts mehr bringt. Ich krieg den genau, wenn er kurz vom Ziel ist. Das hat ja auch viel gebracht. Ja, voll auf der Ziellinie. Ja, ich habe aber auch drei Pilze habe ich gestartet gehabt. Ich guck jetzt aber wieder, dass ich irgendwie Platz 2 oder 3 bin, weil es ist sonst langweilig von mir. Ach, jetzt haben wir beide die Krone, weil wir... Boah, guck dir mal die Angeber hier an. Jungs, stellt euch mal vor, Adolf Hitler wäre wirklich schwarz gewesen. Ja, dann wäre alles... Dann wären wir jetzt nicht hier. Komm. Da seid ihr still. Ich hab den gerade nicht so verstanden. Hm. Ich bin auch nicht der Hellste, ne? Ich komme, ficke du, nicht mehr. Bist ja auch nicht der Hellste, so wie der Mia. Ich saß dir im Guten. Ja, da kam gerade der Fuß vom Winter. Ich saß dir im Guten. Du sagst mir im Guten. Ja, bist bei reingefahren, wa? Ich bin beide von der Kante geflogen. Wer trainiert eigentlich Dortmund im Moment? Irgend so ein Holländer, oder? Nee. Peter Bosch oder Peter Bosch wird das ausgesprochen. Bosch. Wer hat mir mal einen roten Panzer weggenommen, du kleiner Sippi hier? Ja! Bosch. Der Panzer, geh nach vorne! Ich. Was soll ein Dreckskind? Ich merk's, der Benny, der ist ein richtiger Untergrund-King. Untergrund-Rebell. Aber! Hast du mich gerade überholt? Ja. Ich hab's gleich überrundet. Nimm das, Junge. Boah, ich hasse das, gell, wenn man online zockt und dann die Bitches schreiben, Alter. Es gibt nichts Schlimmeres. Und erklär denen mal, oh, ich bin gerade im Online-Spiel, ich kann nicht zurückschreiben. ist dir die Konsole wichtiger oder was? Ja, ist so, halt's Maul! Mann, Alter. Naja, dann hast du doch alles gesagt, das ist doch alles okay. Ja, richtig. Ich hab sie ja nicht gesagt, weil ich konnte jetzt mein Handy nicht dass jemand anderes... Wer von euch schickt mir die rote hinterher? Ja, mir hat gerade jemand einen roten Stand. Das kann der Fritte nur gewesen sein. Natürlich. Nein, das gibt's doch nicht! Was war denn mit deinem Fahrer und deinem Roller, was du da fährst, sieht richtig süß aus, wie so ein Pizzalieferant. Ja? Ja, Mann, echt so. Richtiger Vapiano-Pizza-Lieferant, ey. Hashtag Vapiano, bester Lieferservice. Hurensöhne, ey. Hashtag Vapiano. Ja, Mann, diese Penner. Geil. Egal. Nein! Ja! Komm mal, erzähl doch mal im Let's Play auch nochmal deine Geschichte, die du mit Vapiano hast. Das Ding ist, der Benny kennt die auch schon. Ja, aber erzähl doch nochmal im Let's Play. Ja, wie war das denn? Wollte ich mir gar nicht mehr Vapiano essen bestellen. Ich hab einfach nur diesmal meinen Vater hat gemeint, ja Junge, los, machst du das bestellen. Was tritt du Sau? Mann, das war knapp. Dann haben wir uns angestellt bei Vapiano. Oh, das war knapp. Und dann haben wir eine halbe Stunde gewartet, ist ja normal. Dann haben wir auch eine Stunde gewartet, ist ja auch irgendwo normal. Dann habe ich extra meinen Livestream beendet, damit ich jetzt endlich essen gehen kann. Dann nach einer Stunde kamen die immer noch nicht. Dann haben wir da angerufen und haben gesagt, hey Jungs, wie sieht's denn aus, ihr Flachpfeifen? Kommt das Essen auch mal an oder muss ich mir's... Ja, und dann haben die gesagt, ja, ist gleich da, der Fahrer ist gleich da. Naja, und dann nach anderthalb Stunden war der Fahrer immer noch nicht da. Und dann dachte ich mir so, gleich meint die bestimmt keine halbe Stunde. Und dann haben wir halt nochmal angerufen und nach zwei Stunden kam's Essen. Der Typ hat null Schuld auf sich genommen. Hat dann auch gemeint, Jungs, hier ist alles nicht mein Problem. Und Essen war mega kalt und ekelhaft gewesen. Also... Props gehen definitiv. Naja, das geht ja noch. Ich habe ja mal beim Lieferservice angerufen und Essen bestellt und ich warte heute noch drauf. Echt? Ja? Es gab hier nur ein Lieferheld hier auf Rügen und das war hier bei uns in diesem Ort Putbus. Und da habe ich mal vor ein Jahr oder so mal angerufen gehabt und bestellt. Ich warte heute noch auf mein Essen. Ja. Aber irgendwann klingelt's und es kommt. Ja. Irgendwann werde ich mal auf Klo sitzen und mir einen abdrücke.
Aber das Doofe ist halt, ich hätte ja dem auch sagen können, ja, ich will jetzt weniger bezahlen und will einen Rabatt oder sowas, ne? Aber das Problem ist, ich habe über PayPal bezahlt gehabt. Oh, das ist natürlich scheiße. Oh, das ist behindert, ey. Ja. PayPal ist voll das Risiko. Aber ja, ne, du kannst bei PayPal auch dein Geld zurückverlangen, ne? Aber ja gut, wer rechnet aber auch damit, dass das Essen nach 2 Stunden kommt und ich meine, bei Vapiano ist das Komische ist, ich bestelle ja fast immer bei Vapiano, weißt du? Ja. Und das Essen kam immer in 15 Minuten. Weil die haben es wirklich 2 Minuten zu mir. Du kennst selber, du kennst ja das Forum, ne? Basti. Ja. Du kennst Forum. Und da sind ja, wir. Ich kenn mich bis drauf. Zu mir. Klar. Bis zu mir sind es 2 Minuten, ne? Bitte auch du Wichs. Auf jeden Fall, ne, normalerweise geht es immer richtig schnell, aber keine Ahnung. Ich glaube, das war ein neuer Arbeiter. Er hat einfach die Straße nicht kapiert oder ich habe keine Ahnung. Fühl dich nicht so sicher davon. Nee. Fühl dich nicht so sicher, Junge. War ja wieder so klar, ne? Echt so. Ja. Du Fritten auch. Oh scheiße, hast mein Panzer abgehört. Ja, so ja. Verdiensten erlebt man schon lustige Sachen, muss man echt mal sagen. Also ich hab ja selber mal ausgeliefert, also manchmal ist halt auch wirklich, manchmal können die Fahrer echt nichts dafür, weil ich hatte halt auch schon, dass... Was? Was? Was war das denn? Keine Ahnung. Oh, scheiße, ich bin da voll reingefahren. Ich habe ja mal selber Pizza ausgeliefert. Und ja. Da war es halt auch mal der Fall, da hat jemand einen Rahmschnitzel bestellt. So, und dann... Hast du auch nicht ausgeliefert. Was? Und hast du auch nicht ausgeliefert? Nee, ich hab Rahmschnitzel bestellt und dann ich hab halt bei jeder Bestellung nochmal vorher drüber geguckt, ne, ob alles stimmt. Ja, dann hat der Koch halt anstatt Rahmsoße Jägersoße gemacht. Das konnte ich dem Kunde halt nicht so ausliefern. Das heißt, das musste alles nochmal gemacht werden, weil das Schnitzel war ja dann voll mit der Soße. Also musste er nochmal neue Schnitzel machen. Ja, und dann kann halt natürlich der Lieferant an sich nichts dafür, sondern der Koch, weil er dumm ist. Ja, natürlich, aber dann ist es doch eigentlich nur... Also ich als Restaurant würde dann sagen, komm, ich rufe den Kunden an, sag, wir haben einen Fehler gemacht, wir machen das Essen jetzt nochmal neu und ja, leg den dann, was weiß ich, eine Flasche Wein oder sonstigen Scheiß einfach mit dazu, weißt du, was ich meine? Ja, hast schon recht, aber das Problem ist, es geht halt einfach mal manchmal in der Hektik unter, weil wenn du so 20 Bestellungen irgendwie gleichzeitig hast und dann noch halt im Restaurant noch voll ist, weißt du, das ist so einfach. Ja, klar. Weil bei uns ist ja auch so, guck mal, wenn wir manchmal zu spät sind bei Patienten, sagt der Kunde auch, ja, warum hast du mich nicht angerufen? Ja, aber wenn ich jetzt da sitze und 20 Leute hintereinander anrufe, dann bin ich ja noch später, weißt du, was ich meine? Schon klar, aber zum Beispiel du jetzt in der Zeit, musst du ja eh warten. Dann kannst du ihn ja auch anrufen als Lieferant zum Beispiel. Ja, das ja. Aber ich weiß ja nicht, wie es da gelaufen ist, ne, aber... Naja, klar. Macht der jetzt auch keinen Vorwurf, aber so im Beispiel wie Vapiano halt. Ach, jetzt habe ich die falsche Strecke ausgewählt, Stepp. Tja. Jo, ist es eben, ne? Aber ich muss echt sagen, ich habe, als ich Pizzalieferant war, so gut Trinkgeld gekriegt, ne? Echt? Viel besser jetzt wäre meine Strecke gekommen, ey. Ich kotze. Viel besser als, wenn ich, also ich habe mehr Trinkgeld als Liefertyp gehabt als Bedienung. Okay. Ich habe keine Titten. Ja, konnte ich dem Mann nicht ins Gesicht hauen. Nee, Spaß, aber wirklich so, bei das Ding ist halt auch bei also mein größten Gedanken, ich kann rechnen, ja, aber ich bin nicht der schnellste Kopfrechner, ne? Ja. Und ich glaube, da bist du nicht allein in Deutschland. Meine größte Sorge war halt so, ey, wenn ich jetzt da bin, ne, und der, keine Ahnung, die Pizza kostet 22,40 € und der gibt mir 50 Euro oder sowas in die Hand, gell, dann muss ich ja im Kopf rechnen und so, weil damals hatte ich ja kein Smartphone. Und es war immer steht auch direkt. Oder ja, nee, bei türkischen Hartz IV Dings stand sowas nicht. Auf jeden Fall, was jetzt, wenn der irgendwie sagt, der gibt mir kein Trinkgeld und der macht keine gerade Zahl, ich muss es im Kopf rechnen. Das war immer meine größte Angst, weißt du? Aber es war halt wirklich immer so, dass, keine Ahnung, wenn es jetzt 22,80 € gekostet hat, er gesagt, Junge, mach 25, halt's Maul oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, läuft. Das kenn ich aber. Also, gibt's überhaupt Leute, die dann sagen, ja, nee, kein Trinkgeld, du Wichser. Ja, wenn sie abgefuckt sind, weil es zu spät kam oder so, ja. Mach vor allem Corleone, was geht, Mann? So. Fritten, der Corleone fragt, was geht, Mann? Jo, servus, Dani. Da ich rede nicht mit Leuten, die mir WhatsApp nicht antworten, weißt du, was ich meine? Ja, richtiger Pisser. Ach, und dann wirft mich der blaue Panzer sogar runter, ey.
Aber mich hat der blaue auch. Klar. Mich hat der blaue Panzer kam angekrochen. Ja, und dann noch eine Triple Ratchet hinterher, ey, komm. Ich weiß nicht, Bruder, ich weiß nicht. Die Politik ist doch wieder real. Nee, ich weiß nicht. Hm. Das sagen sie alle, weiß in der Basis ist gewesen. Ich weiß auch nicht. Aber immerhin kam die Politik wieder zurück. Corleone, ne? Domi ist nicht dabei, weil ich glaube, der versucht gerade den schiefen Turm von Pisa wieder aufzurichten. Was? Scheiße, ey. Ach Gott. Wir haben hier gefragt, aber... Also ihr müsst... Oh Gott, soll ich das jetzt erklären? Ach Leute, ey, wie soll ich das jetzt erklären? Das möchte ich eigentlich nicht im Livestream machen. Weil, okay. Erklär es trotzdem. Nee, das ist nicht, dass er jetzt gerade zuschaut und sich dann angegriffen fühlt. Das möchte ich nicht. Also, ist okay. Man muss halt sagen, er ist einfach körperlich nicht ganz gerade. Damit meine ich jetzt nicht, dass er ein Rollstuhlfahrer ist oder sowas. Wir haben uns Bonus bestellt. Nächste Woche zocken wir mit. Okay. Ja, auf jeden Fall ist er ein schiefer Typ. Aber ja, wie gesagt. Und, er hat schiefe Dinger am Laufen. Deswegen sagen wir immer, neben dem schiefen Turm von Pisa wirkt entweder er gerade oder der schiefe Turm von Pisa eins von beiden. Joko Leone. Oh, ich bin schon wieder fehlt da so ein Scheiß! Sag halt einfach Bescheid, wenn du nächste Woche dein hast und dann kannst du ja deinen Freundescode schicken und mit uns zocken. Ja. Also falls euch interessiert, die Chantal, die schaut gerade Gossip Girl. Was ist das? Chantal, wer ist Chantal? Hab ich schon mal gehört. Aber an dieser Stelle beende ich zumindest meine Folge. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ne? Tschüss! Ja. Du bist die!